Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team Paxis. Ich werde jetzt hier wieder mal die Packs aufmachen und dann, weil ich jetzt, es ist noch Donnerstag bei mir, ich kann noch keine Weekend Leagues spielen. Das heißt, ich werde es dann wieder zusammenschneiden und werde dann nach dem Pack Opening auch zwei Spiele sehen. Ich bin gespannt, wir sind Gold 1 geworden. Beste Ergebnis bisher in FIFA 18. Also nicht das Gold 1, das haben wir schon mal geschafft, sondern dass wir 17 Siege hatten und es hat nur ein Sieg gefehlt zur Elite 3. Sehr, sehr ärgerlich, weil wir zwei Spiele hätten definitiv gewinnen können. Also zwei Spiele mehr hätten gewinnen können. Aber ist auch ein gutes Zeichen. Das zeigt ja, wenn ich konzentriert und diszipliniert spiele, dann ist auf jeden Fall Elite 3 drin. Und ja, schauen wir mal, ob wir das vielleicht dann dieses Wochenende hinbekommen oder eben ein anderes Wochenende. So, dann machen wir mal die Packs auf. Okay, zuerst wieder die kleinen, wobei ich ja echt, wie gesagt, das Gefühl habe, in den kleinen, weil man da nur Spieler drin hat und eben von den Spielern normalerweise drei seltene Goldspieler hat, man hat auch Pech und es ist ein seltener Silberspieler dabei. Ja, aber weil man eben nur Silber, wenn man nur Spieler hat und das dann fast immer Goldspieler sind, die selten, dann habe ich das Gefühl, dass man, dass da irgendwie die Wahrscheinlichkeit höher ist, einen seltenen oder einen guten Spieler zu bekommen als bei dem Megaset, was ja, glaube ich, eigentlich teurer ist und eigentlich einen höheren Wert hat. Egal. Wir machen wie immer erst die kleinen Packs auf. Oh, ich glaube, ich muss niesen. Ich glaube, ich muss niesen. Oh. Kein Leinwandspieler, sehr geil. Und Deutscher, ZM. Ach du Scheiße. Schweinsteiger ist geil, an sich so der Mensch Schweinsteiger, aber die Karte ist kacke, die ist super kacke. Ach Gott, 39 Tempo, ey, richtig geil. Ich schau bloß die seltenen nach. 900, 700. Und die Silberspieler. Agra. Okay, die packe ich auf die Transferliste. Okay, dann stellen wir ihn für 600 rein. Und diesmal denke ich dran und stelle ihn direkt für 12 Stunden rein, weil es sowieso Nacht ist. So. Auch für 600 rein oder was? Jupp. So. Und den Moreno müssen wir noch verkaufen, weil wir den schon im Verein haben. Der ist wahrscheinlich auch nichts wert, aber egal. 500, okay, dann stellen wir ihn mal für Sofortkaufpreis 400 rein. Der geht auf jeden Fall weg. Und es ist besser, als ihn für 304 Coins so abzustoßen. Okay, jetzt bitte wenigstens ein Leinwandspieler. Bitte, Leinwand, hallo. Leinwand, hallo. Och, das scheint auf jeden Fall ein geiles Pack-Opening zu werden. Also wenn jetzt noch richtiger Scheiß drin ist im Megaset, dann ist es das schlechteste Pack-Opening bisher in FIFA 18. So, vor allem, da haben wir noch drei Packs, ey, zum Kotzen. Diesmal haben wir gar keinen Silberspieler, wie es aussieht. Doch, da hinten ist noch einer. Das ist wieder geil, wie schön dieses Steuerkreuz funktioniert hier im Menü. Das ist. Oh, es kotzt mich auch an. Ich glaube, 1000 war der billigste, also kann man eigentlich auch in den Verein packen. Budebu, den haben wir doch letztes Jahr gehabt, und zwar in der Ligue A. In der französischen Liga, da haben wir den als Inform gehabt, der ging richtig ab. Krass, da ist also jetzt woanders. Wo ist denn der hin? Betis Sevilla ist das, okay. Ist auch nichts wert und ist auch nicht wirklich geil geworden. So, Rosicky war mal krass. Oh Gott, was für ein Pack-Opening bisher. 1,6, 1,5. Nehmen wir nochmal für 1,4 drauf.
Ich sag gar nichts, ich mach einfach auf. Ich habe das Gefühl, es wird einfach totaler Kack sein und es wird das schlechteste Pack-Opening sein, was ich bisher gehabt habe in FIFA 18. Ich wusste es, ich wusste es! Nicht mal Leinwandspieler in drei verschissenen Packs, kein einziger Leinwandspieler. Entschuldigt meine Aussprache, aber trotzdem, das ist doch Wahnsinn. Nicht mal ein 83er, nicht mal ein 83er drin. What the fuck? Oh, wir haben sogar einige seltene Spieler, aber nur Schrott. Ah, Bakayoko ist halt beliebt. Okay, der ist ein bisschen was wert. Ah, ich glaube, da haben wir sogar ein schlechteres Pack-Opening gehabt, wo wir noch weniger gekriegt haben. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. 5-8. Okay, ich sehe jetzt nichts. Ich, 5-5, okay. Also wenn hier welche für 5-5 sind, dann stelle ich jetzt einfach für 5000 rein. Geht er vielleicht weg. Ach, meine Fresse, ey. Wie beschissen. Die hat jetzt keinen Bock. Das sind alle schlechte Spieler. Die gucken jetzt nicht nach. Nein. Oh Gott, was war denn das? Das ist ein sehr unvorteilhaftes Bild. Das sieht irgendwie sehr merkwürdig aus vom Jorge Jesus. Naja. Das packen wir auch noch auf die Transferliste. Ich habe gerade keinen Bock mehr, hier irgendwas zu machen. Linker Flügel zu LM brauchen wir selber. Rechter Flügel zu RM brauchen wir selber. Stürmer zu MS können wir auch gebrauchen. Schönes Rico. Auch nichts wert. Eieiei. Also, ich bin mir nicht. Ach ja, die müssen wir ja verkaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall Top 2, was die Pack-Openings angeht. Und vielleicht ist es sogar das schlechteste Pack-Opening. Ich bin mir nicht ganz sicher. Durch diesen 5000er Spieler könnte es sein, dass es nicht das schlechteste ist. Aber es ist nah dran. Auf jeden Fall haben wir keinen einzigen Leinwandspieler. Das ist schon sehr, 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 sehr bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Das ist krass. Aber egal, glücklicherweise habe ich eigentlich alle Spieler, die ich haben wollte, in dieser Woche, auch ohne die Coins und ohne die verkauften Spieler, von daher glaube ich, ist es nicht ganz so schlimm. Ich hoffe aber, dass wir beim nächsten Mal wieder geilere Spieler drin haben. Also für euch geht ja gleich weiter, für mich nicht. In diesem Sinne, bis gleich. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren. Ach nee, Quatsch. Für euch ist es ja wie immer die gleiche Folge. Also es geht weiter für euch und wir machen jetzt zwei Spiele. Und wir haben zwei neue Spieler. Und zwar haben wir hier einmal. Spielen wir überhaupt mit der? Nehme ich mit der anderen. Wir haben hier einmal Kimmich. Blöderweise, ich hatte nur noch einmal Shadow. Ich habe stundenlang, übertrieben gesagt, ein paar Minuten habe ich ständig aktualisiert auf dem Transfermarkt und habe geguckt, ob es Shadow gibt. Zweimal kam auch der Shadow rein, aber als ich ihn kaufen wollte, war er schon weg. Also hat auch irgendjemand anderes oder mehrere andere Leute haben auch versucht, sich Shadow zu snipen und ich habe es nicht geschafft. Deswegen habe ich jetzt Kimmich erstmal Anker gegeben. Weil ihm Anker sowieso sehr gut steht, da er dadurch nochmal ein bisschen Stärkeboost bekommt. Und ja, es ist zwar scheiße, dass er jetzt nur Anker hat. Ich würde ihm halt lieber Shadow geben, aber mal gucken, vielleicht passt es auch mit Anker. Weil meinen letzten Shadow, den ich habe, habe ich dann doch lieber Rodriguez gegeben, weil er hat auch nicht so gute Defensivwerte wie Kimmich. Kimmich hat dann nochmal ein bisschen übertriebenere Werte. Ich meine, die haben beide geile Werte. 77 Tempo, 89 Dribbling, 87 Defense, 91 Pass, 83 Physis. Und Rodriguez hat ja 83 Dribbling, auch 88 Pass. Also hat auch sehr gute Werte. Und naja, schauen wir mal. Rodriguez hat auch 94 auf Elfmeter. Das heißt, er wird dann wahrscheinlich unsere Elfmeter in Zukunft schießen. So, Kimmich bleibt, bleibt, bleibt. Kapitän. Nehmen wir weiter Radecki. Ich spiele aber erstmal mit der Calcio A. Oh, ja, fehlt noch jemand. Wer ist denn das? Kruse, Raphael. Ach ja, Bailey habe ich ja auch neu. An den habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Aber das ist nicht der, der da gefehlt hat, oder? Doch, ne? Stimmt, Bailey.
Bailey bekommt den Chemistry Style Maestro auf jeden Fall. Ah, ist schon super schnell mit 94 Tempo. Ach, sag bloß, ich habe kein Maestro mehr. Hallo, habe ich mir den nicht mal 1000 Mal gekauft? Erstmal packe ich ihn in der Bundesliga auf die Ribéry-Position. Bin gespannt, ob er funktioniert. Ist, glaube ich, auf rechts oder ne, Linksfuß ist er, glaube ich. Und 4 Standard auf den schwachen rechten. Genau, sehr gut. Und jetzt müssen wir uns noch einen Maestro holen, sonst vergesse ich das nämlich. So, spaßeshalber schauen wir jetzt nochmal, ob es den Chemistry Style Shadow jetzt gibt. Es wäre natürlich super lustig, wenn ich ihn jetzt kriegen würde. Ich mache es 10 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann halt nicht. War Maestro nicht ziemlich billig? Ja. So, da kaufen wir uns jetzt direkt mal ein paar, dass wir hier nicht wieder beim nächsten Mal dann wieder das Problem haben. Och, Mann! Gott. Für 400 gibt es ihn immer noch viel zu oft. Dann holen wir uns mal alle für 300. Es sei denn natürlich, die Objekte sind abgelaufen. Es sei denn natürlich, die Objekte sind abgelaufen. Hallo. Oh, dieses scheiß Steuerkreuz funktioniert wieder nicht. Richtig. Dreimal. Nehmen wir das halt dreimal mit, was soll's. So, spielen will ich auf jeden Fall so diszipliniert wie beim letzten Mal, wirklich von der ersten bis zur letzten Minute diszipliniert spielen. Es läuft nicht alles immer perfekt, aber wenn man diszipliniert spielt, ist einfach viel möglich. Man hat es gesehen, 17 Siege, ein Sieg gefehlt zur Elite 3 und ich hätte, denke ich, so 2 Spiele mindestens mehr gewinnen können. Und aus diesem Grunde, ja, ich will meine Weekend League schaffen, nicht wo ich, also ich will auch mal Elite 3 werden, klar, aber ich will meine Weekend League schaffen, nicht wo ich unbedingt jetzt die meisten Siege hole, sondern wo ich wirklich am Ende der Weekend League sagen kann, ich habe in jedem Spiel entsprechend meiner Möglichkeiten bis zum Ende diszipliniert gespielt. Ich glaube, das habe ich noch nie geschafft. Und das ist ja einfach nur eine Konzentrations- und Disziplinfrage. Also ist jetzt nichts, wo Zufall eine Rolle spielt, sondern das kann ich persönlich selbst beeinflussen. Und das möchte ich einfach mal machen. Und das möchte ich jetzt. Vielleicht schaffen wir es ja in der Weekend League, wäre geil. Egal wie es läuft, nicht aufregen, nicht über die eigenen Fehler aufregen, nicht über die Fehler der einzelnen Spieler aufregen. Das ist schon mal ein krasses Team direkt zum Start. Hoffen wir mal, dass er nicht so gut spielt. Er hat einen geilen Manager auf jeden Fall. Den hat er auf Garantie aus Stylegründen drinne. Und das ist auf jeden Fall ein sehr krasses Team, ein sehr krasses Hybrid. Schauen wir mal. Wir konzentrieren uns. Ich bin gespannt, ob wir direkt mal. Ach, jetzt haben wir vergessen, die Rollenverteilung im Calcio A-Team auch zu ändern. Mit unserem Ricardo drin, aber egal. Diszipliniert und konzentriert spielen. Fühlt sich gerade ganz merkwürdig träge so ein bisschen. Ich hoffe mal, das ist für den Gegner genauso. Schön gemacht mit Torreira.
Das hat er leider gut gemacht. Das hat er richtig schlecht gemacht. Fuck, ich dachte, der geht durch. Schade. Hat er gut gemacht. Haben wir Glück, dass es hier kein 1-0 von Gegner gibt. Erster guter Angriff von ihm. Bisschen Glück, aber. Konzentrieren wir uns, dass wir nicht wieder so einen blöden Ballverlust haben wie beim letzten Angriff. Hat mir nicht gefallen. Und da habe ich gedacht, der Gegner, mein Spieler bleibt kurz, deswegen der Scheißpass. Leider kein schlechter Spieler, das kann man jetzt schon sagen. Schöne Grätsche. Wieder nicht zum Abschluss gekommen. Hat ein bisschen Glück. Oh, da hat er auf jeden Fall Glück. Oh! Hätte ich nicht gedacht, dass der schon so gefährlich wird, haben wir natürlich, dass es nur Alu ist. Krass. Oh nein, Brozovic, wie kannst du denn den Pass verkacken? Vielleicht müssen wir auf eine andere Formation wechseln. Super anstrengendes Spiel. Das hat er mal schlecht verteidigt. Hat er einen krassen Fehler gemacht, weil er uns nämlich da halt so durchrennen lassen. Und wir konnten es ausnutzen. Mit einem gelupften Laufpass auf Brozovic hier dann auch einfach auf Schießen gedrückt ins lange Eck. Und er macht das Ding, sehr geil. Und jetzt bleiben wir diszipliniert und konzentriert weiter. Wir haben wenig zugelassen, klar, es gab einen Alu-Treffer. Aber dafür, dass der Gegner wirklich gut spielt, haben wir, denke ich, wenig zugelassen. Jetzt wird er aggressiver, das kommt mir entgegen. Das war scheiße. Schöne Grätsche. Sah zwar eher nach einem Foul aus, aber anscheinend nicht. Ok.
Okay, jetzt haben wir mal Glück und dann kommt ein Scheißpass von Perisic, schade. Okay, bin ganz zufrieden, ein bisschen glücklich auf jeden Fall, aber war auch mit einer der besten Chancen, die wir rausgespielt haben. Ach du Scheiße, nur zwei Schüsse, die wir rausgespielt haben. Und der Gegner hat da auch einfach einen Fehler gemacht in der Abwehr. Und uns diese Chance da quasi gegeben. Jetzt hoffen wir mal, dass ich ein bisschen mehr Schüsse hinbekomme in der Hälfte. Ich will jetzt eigentlich auch nicht mehr wechseln, wenn ich ehrlich bin. Also aus einer anderen Formation. Überlege, ob ich vielleicht mal auf Pressing gehe jetzt in der zweiten Hälfte. Ich glaube, das könnte gut funktionieren gegen den Gegner. Oh nein! Dumme Idee von mir. Schön gemacht mit Rodriguez. Oder ich nenne ihn eigentlich lieber Ricardo, muss ich zugeben. Grätsche. Müsste eigentlich gelb sein wegen taktischem Foul, aber egal. So, aber das letzte Mal hat es immer ganz gut funktioniert, wenn wir den schön weit ans Tor rangeflankt haben. Schade. Aber immerhin die Ecke. Okay, ich habe keine Ahnung, warum die Verbindung unterbricht, ist mir aber auch egal, weil es ist ein Sieg für uns gegen einen super schweren Gegner. Also super schwer ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gegen einen anständig spielenden Gegner, von daher danke. Und es macht auch wieder die Aufnahme kürzer. Sehr geil, vielen Dank. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber wie gesagt, ich will da jetzt mich gar nicht drüber beschweren, im Gegenteil. Sehr schön, das sind endlich mal sinnvolle Abbrüche. So, Rodriguez, da habe ich mir gedacht, dass Rodriguez jetzt alles macht im Endeffekt. Kapitän, möchte ich weiterhin Khedira. Und dann kommen wir jetzt schon wieder zur Bundesliga. Ich bin gespannt, ob Gnabry weiterhin so liefert und wie sich vor allem Bailey spielen lässt. Mal gucken, aber von der Idee her wirkt er, also er ist eigentlich dem Coman ähnlich jetzt von den Werten her, deswegen ich bin gespannt, ob er sich jetzt anders spielen lässt. Als Coman aber besser funktioniert. Das Schöne ist halt, dass er drei Sterne auf den Schwachen hat und Linksfuß ist. Das heißt, er kann gut passen, er kann auch gut in die Mitte ziehen und abschließen. Oh, dann auch den 37er Kimmich, sehe ich gerade. Und natürlich Robben von drin, das ist nicht so geil. Ja, Bailey ist auch Distanzschütze, also vielleicht kriegen wir auch nochmal das eine oder andere schöne Tor hin. Und er stellt natürlich um. Lucadia kenne ich gar nicht von, aber ich glaube, das ist genauso ein pelziger Spieler wie Depay und Robben. Ich schätze mal, er geht aufs 4-1-2-1-2 mit Robben als ZOM, Depay und Lokadia als Stürmer, Bakayoko ins Defensive und Schneider und Tolisso ins ZM. Mal gucken, ob ich recht habe. Nee, ich habe nicht recht. Er spielt immer noch die gleiche Formation. Vielleicht wechselt er bloß jemanden ein oder aus. So, konzentrieren, diszipliniert spielen, belohnt werden. Sich selber belohnen.
Schön gespielt und Gnabry mit seinem schwachen Linken. Das war mal geil gespielt. Gut durchkombiniert, Gegner geht dann zu aggressiv drauf, doppelt, dadurch ist Gnabry frei. Und ich kann ihn wunderschön anspielen. Ja, Paulinho gegen Schneider, okay. Tja, da hat Paulinho noch den Gegentreffer mitbekommen. Jetzt konzentrieren wir uns aber, damit wir hier im besten Fall schnell ein zweites nachlegen. Fuck! Ja, ich glaube, da konnte ich echt nicht wirklich viel mehr machen. Ich habe es probiert. Das ist ja einfach nur ein krasser Abschluss. Aus der Distanz, in flacher Schuss ins lange Eck, das ist einfach nur krass. Schade. Egal, ich bin weiter. Schusstäuschung sollte das werden. Toller Pass von Bailey. Guter Anfang auf jeden Fall von ihm. Guter Start. Ich hab's probiert, ich hab's probiert, ich hab versucht dran zu bleiben. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Da kam kein Bein, was mal rausgestellt wurde oder ähnliches. Und dann hat er wahrscheinlich nicht mehr gewusst, was er machen soll. Wählt halt den Distanzschuss und er geht natürlich rein. Egal. Konzentrieren wir uns, die ist nur ein Tor Vorsprung. Aber geil, ne? Zwei Abschlüsse, zwei Tore vom Gegner. Unglaublich. Aber egal, ich reg mich nicht auf, ist egal. Jetzt haben wir das Spiel verlieren. Wir haben noch so viele Spiele. Das ist klar, dass wir irgendwann mal ein Spiel verlieren, aber ich stehe jetzt erstmal um auf eine andere Formation. Wobei ich noch nicht mal wirklich weiß, ob das jetzt an der Formation liegt. Ich meine, wir haben auch ein Tor geschossen. Das ist, glaube ich, einfach super viel Glück auch beim Gegner, dass hier jeder verschissene Schuss einfach mal ein Treffer ist. Den nehme ich denn da als zweiten Stürmer jetzt? Ach ja, Origi natürlich. Wollte mich erst drehen und dann passen. Hat sich schon mal geil dribbeln lassen, auch wenn ich damit Gnabry schießen kann. Und also wieder.
Schade, schade, schade. Aber es läuft besser in der Formation. Es sind nur zwei Tore. Schwacher Schuss. Ach so, okay. Komm, jetzt bräuchte man mal einen Tor nach einer Ecke. Komm, es wäre geil. Das war gar nicht so schlecht. Schon wieder ein Scheißpass von Bailey. Ich hoffe mal, das bleibt nicht so. Ach man, das ist echt. Guckt euch das an, er hat dreimal geschossen. Das eine Mal war halt Alu, deswegen steht da, dass er nicht aufs Tor geschossen hätte. Dreimal geschossen und drei Tore, das ist halt echt bitter. Er spielt auf jeden Fall nicht so gut, dass er verdient 3-1 führt. Hat er auch, wie gesagt, nicht umsonst nur dreimal geschossen. Drei, zwei, ist alles wieder drin. Komm schon. Schöner Abschluss von Arangis. War auch schwierig. Ah, wir bleiben auf ausgeglichen. Schade.
Okay, das war gut gespielt. Kann man nicht sagen, das war gut gespielt. Es war, denke ich, auch eine flache Flanke. Aber egal. Also auch geil, das ist, glaube ich, schon wieder nur ein, der erste Schuss, oder? In der zweiten Hälfte. So, dann gehen wir auf Offensiv. Aber ohne Scheiß, wenn ich genauso viel Glück im Abschluss gehabt hätte wie er, dann wird es hier wahrscheinlich 4-4 stehen, vielleicht sogar 5-4 für mich. Wobei man halt sagen muss, das letzte Tor war halt einfach ein hundertprozentige. Also das war halt wirklich gut gespielt. Aber die ersten drei Tore. Was ist denn das schon wieder für ein Spiel, ey? 4-3. Come on, und wieder Arangues, schöner Schuss. So, come on, jetzt noch ein Tor und dann sind wir wieder unentschieden. Wir lassen es auf jeden Fall spannend, das ist schon mal schön. 7 Tore in einem Spiel, schon wieder, ist krass. FIFA 18-Style, geiler Abschluss. Erster Abschluss für mich, weil sonst muss ich ja den Ball immer aus dem Netz fischen, ey. Es hätte locker das 4-4 sein können. Hätte ich dieses Abschlussglück vom Gegner, wäre es das 4-4 gewesen. Oh nein, ich gehe nicht ernsthaft noch ran, oder? Oh. Ja, ich hätte klären müssen. Wenn es ein Tor fällt, ist es meine Schuld. Glücklicherweise dann doch nicht. Schön gemacht mit Bailey. Scheiße, ich habe vergessen zu wechseln. Aber es war wieder so ein packendes Spiel. Fuck, da wurde es dann leider zu eng. Oh nein! Und dann noch ein Lackertor! Unglaublich! Oh! Also ich finde, das ist auf jeden Fall kein verdienter Sieg für den Gegner, ohne Scheiß. Schönes Lackertor. 4 von 5 Toren waren einfach nur super lucky. Ja, jetzt brauche ich nicht mal wechseln. Jetzt schaffe ich keine 2 Tore mehr. Egal, war ein gutes Spiel von uns. Ich bin trotzdem zufrieden. Ich meine, ich bin dran geblieben. Ich habe bis zum Ende gekämpft. Wir waren so oft mit 2 Toren im Rückstand. Scheiß drauf. Ist meiner Meinung nach kein verdienter Sieg für den Gegner, aber... Ich hatte auch schon Spiele, die genauso laufen. Man schießt einfach und jeder Schuss ist drinne.
Egal, den hat er logischerweise nur geschossen, den Treffer, weil ich auf sehr offensiv war, also totaler Angriff. Weil ich dachte, bei den vielen Toren, die hier gefallen sind, schafft man vielleicht jetzt noch einen schnellen Anschlusstreffer, aber das Ding ist durch. Vielleicht hau ich jetzt noch ein paar Wutgrätschen raus, mal gucken. Ach, schön, dass er sich das nochmal komplett angucken muss. Jetzt zum Abschluss noch ein Tor von Arangis vielleicht. Und Spastentanz passt ihm. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö, euer Paxis.